Leute, ich bin's Roblox Victor. Wir spielen heute My Store und los geht's. Hey Roblox Conny, welcome to my store. I'm showing you around, okay? Oh mein Gott, ist das ein Customer? Der sieht ziemlich reich aus. Meinst du, ich kann ihn bedienen? Nein, kannst du nicht. Okay. Ich versuche gerade das Spiel zu verstehen. Muss ich hier alles selber machen? Warum habe ich 4 Kassen, wenn ich alleine arbeite? Ich bin überfordert. Und warum sind hier überall Leute, die rumschreien? Oh mein Gott, die sieht nicht reich aus. Raus aus meinem Geschäft! Da ist Big Smoke. Big Smoke. Wo ist Big Smoke? Bei mir. Dev, warte, wir können uns Leute holen, die für uns arbeiten. Ja, Digga, ich hole mir Dave. Warte, ich muss den einmal bezahlen und der arbeitet? Was? Nur einmal? Sieht so aus. Ich hab den jetzt einmal $100 gezahlt. Nice. Dave, du machst das schon, ne? Wo kannst du den Dave kaufen? Ach, da! Ich seh's. Ich kaufe mir jetzt Henry, Dave und Bill. Ach, verdammt, ich hab nicht genug Geld. Ja, ich hab mir erstmal nur Dave geholt, weil dann muss ich nicht mehr abkassieren. Ja, und jetzt wird aufgestockt. Und das Tutorial ist endlich fertig. Und die hat doch schon wieder kein Geld. Guck mal, was sie für Assi-Klamotten trägt. Nicht mal ihre Größe. Da guckt der Bauch raus. Ah, der gute Customer. Der Reiche ist gleich zweimal da. Perfekt. Oh, ich glaube, Dave kommt nicht zurecht mit den ganzen Kunden. Komm, ich helfe dir mal, Dave. So, ich kaufe mir jetzt erstmal Dave, Anton. Das ist ja richtiger Struggle, hier Geld zu bekommen. Ja, Anton, du musst halt ein bisschen arbeiten. Die Kunden hören nicht auf. Die hören nicht auf zu kaufen. Die hat den Shop nicht mal verlassen. Die kommt schon wieder zurück. Anton, ich hab ein Level up. Nice. Hört auf zu kaufen. Die Leute kommen in meinen Store. Machen alles dreckig und sie hören nicht auf zu kaufen. Warum dauert es so lange, bis man abkassiert hat? Die kommen in deinen Store, machen alles dreckig. Ach Mann. Was wollen diese Leute von mir? Gebt mir doch einfach Geld und das war's. Warum können die nicht einfach reinkommen und ihr Geld auf den Boden werfen? Nein, sie werfen irgendwelche... Was ist das? Irgend so eine Milch, glaube ich. Irgendeine Windel, was ist das? Papier, okay. Windel wäre noch besser. Nice, sie werfen einfach eine Windel auf den Boden. Ich kauf mir... Oh, ich will Adam haben. Oder ist Jeremy. So. Ich spare auf Jeremy. Also ich kann mir gleich Adam kaufen, ja? Ich brauche noch 4 Cash, dann kann ich mir Adam holen. Boah, wenn ich Adam habe, wird zerfetzt. Digga, ich bin jetzt so reich, weil ich weiß, dass ich einfach multitasking kann. Man kann einfach so viel machen, wie man will. Ich habe jetzt Adam und du nicht. Nein. Ich hole mir trotzdem Jeremy. Ich habe nämlich schon Dave. Nein, nicht Dave. Also ich bin in der Mauerland und ich warte, bis ich endlich Moneten bekomme. Ja, es dauert aber mit diesen Mitarbeitern hier. Vor allem, mein ganzes Geschäftsmodell basiert auf Dosenfrüchten und Gemüse. Bei mir sieht das gar nicht anders aus. Bei mir sind das wirklich auch nur so Dosenfrüchte und Dosengemüse. Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Die Leute stürmen mir die Bude ein. Ja. Es ist, als hätte ich keine Konkurrenz. ich habe wieder Lust auf Dosenfrüchte. Da gehen wir bestimmt am besten in den Store, der 2 Regale hat, voller Dosenfrüchte. Ja. Ich bin einfach so viel schneller als Dave. Ist so. Dave steht hier und macht nix. Anton, du kannst dein Staff upgraden. Kann ich? Wie? Du gehst zu der Mall und dort gibt es dann Staff-Upgrade. Ding. Wie viel kostet das? 50 Cash. Oh, 50 kann ich mir leisten. Ich will mir aber 50 nicht leisten. Ich will es mir eigentlich auch nicht leisten, weil ich möchte mir vorher Jeremy leisten. Ich glaube, ich habe die Kasse falsch herumgestellt. Wann bin ich endlich reich? Wann bin ich endlich einer der cool? Und was, wenn der Hype nicht mehr ist? Habe ich dann weniger Klicks? Ja, leider ist das so, Anton. Wer wirft seinen Müll? Woher haben die überhaupt Milchpackungen, die kaputt gehen können, wenn ich nur Dosen verkaufe? Ja, das ist halt so, Anton. Du verstehst es nicht, wie ich es verstehe. Ich verstehe es wirklich nicht so, wie du es verstehst. Ich werde jetzt erstmal hier die Leute bei mir upgraden. Einfach Big Smoke zweimal. Du kannst, warte, komm zum Mall. Ich muss dir das zeigen. Oh, außerhalb des Geschäfts ist man ja schneller. Du kannst selber zum Mall teleportieren, das weißt du schon, oder? Nein. Okay. Ich laufe einfach hin. Ich seh dich. Hey Roblox, hallo. Victor, wie läuft's? Was geht ab? Ich zeig dir jetzt etwas sehr Wildes. Du wirst staunen. Ich staune jetzt schon. Du kannst hier einfach Leute öffnen. Du kannst Mitarbeiter öffnen. Ich öffne jetzt Mitarbeiter. Digga, ich hol mir hier Ding. Oh, 3 kann ich mir nicht leisten. Ja, Mann, wer ist das? Ich weiß es nicht, wen ich bekommen habe. Ich habe irgendwen bekommen, aber der ist nicht in meiner Mitarbeiterliste zu sehen. Ich war auch bei mir auch nicht. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Aber ich habe ein Level up bekommen, Anton. Ich habe jetzt Nicholas. Ja, Mann. Aber 15. Das ist der schlechteste, den ich hätte bekommen können. Okay. Warte, wo siehst du denn, wen du bekommen hast? Ja, hier an dem Automaten, aber ich weiß auch nicht, was ich mit dem machen soll.
Ach, ich habe Ben bekommen. Ach, das ist ein Multiplier. Wenn du Ben hast, dann kriegst du mehr Geld mit damit. Glaube ich. Ah, das ist ein 1,3-facher Multiplier, den ich hier habe. Mhm. Bei mir 1,01er. Digga, dann hat sich das für dich viel mehr gelohnt. Ich öffne auch so ein billiges Ding. Ja, ja Mann. Ich glaube, ich habe Stussy. Nee, ja, das ist Ben. Ach Mann, ich brauche noch 13 Cash, dann kann ich mir einen schlechten, gammeligen Dings da kaufen. Kühlschrank. Ich habe Jim. Wie viel kostet ein neues Regal? 100 Mark. Ja, und hier kostet das 500 Mark. Ja, das ist zwar schön rustikal, aber ganz im Ernst, ein Kühlregal aus Holz, keine Ahnung, würde ich nicht draus kaufen. Ja, du bist auch nicht die Leute. Die Leute würden draus kaufen und kaufen auch draus. Na gut, wenn du meinst. Ich liebe Bill. Ey, was ist denn das für ein Autoclean? Ich habe Autoclean wahrscheinlich nicht aktiviert. Ja, das ist eigentlich automatisch aktiviert. Ja, aber ich muss jetzt trotzdem selber cleanen. Nice. Dave, wie läuft's? Ja. Dave hält den Laden am Laufen. Ehremann Dave. Ich sag's dir, wenn ich Dave nicht hätte, dann hätte ich Dave nicht. Ja, wo du recht hast. Du weißt nicht, wie viel Milch Big Smoke schon bei mir gekauft hat. Big Smoke ist ziemlich milchversessen. Ja, und der holt sich, immer wieder Mais und Milch. Ja. Ja. Wo ist eigentlich dein Store? Von der Mall aus gesehen. Links. Nee, rechts. Rechts, okay, rechts. Ich komm zu dir. Ganz rechts hinten. Oh, dann hätte ich. Ja, dann laufe ich gerade bis in den Umweg. Naja. Laufen wir mal hier lang. Durch den Park. Ich spring hier rum. Ja, ich sehe dich. Ich komme aus dem Park. Ich geh jetzt zum Mall. Nein, naja, guck mir mal deinen Store an. Ja, ich komme gleich auch noch dazu. Ich muss ein bisschen meinen Staff upgraden, weißt du? Ah, jetzt ist dein Store geladen. Tachchen. Hi. Oh, ich kann bei dir nicht sauber machen. Oh, das war aber bei Dings Tycoon besser. Da konnte man bei anderen Stores sauber machen. Aber Henry so viele macht Kassen. Alles. Du hast aber nur zwei Kassierer. Hä, das kommt noch alles, Anton. Ja, weil jetzt kannst du durchlaufen und machen. Los. Ja, eben, guck. So episch. Bei dir läuft so viel besser als bei mir. Bei mir ist mal wieder nichts. Warum bin ich in Roblox-Spielen so schlecht? Ich bin halt ein Verdiener, Anton. Ja, ich bin ein Spätzünder. Und ich bin halt ein Verdiener. Ich glaube, Henry ist der Typ, der mir die ganze Zeit die XP bringt, dass ich auflevele. Weil wenn du aufräumst, kriegst du ja auch XP. Ja. Und aufleveln bringt was. Dann kriegst du mehr Geld. Und wie fühlt es sich an, kein Geld zu haben, Anton? Ich weiß es nicht. Doch, du weißt, du hast ja kein Geld. Komm, wir gehen mal zu deiner Mall, okay? Nein, guck dir das nicht an. Bleib draußen stehen. Ich schau mir jetzt deine Mall an. Nee, ich schau mir jetzt deine Mall an. Draußen stehen. Nee, ich schau mir jetzt deine Mall an. Meine Mall ist, ich seh dich. Nein, hier. Ich seh dich. Hier, wo ich bin, ist die Mall. Ich seh dich. So, ich bin in deiner Mall drinnen jetzt. Oh, Henry macht schon einen guten Job dabei, nichts sauber zu machen, warum auch immer. Ja, ich weiß. Er arbeitet irgendwie nicht. Jetzt, Anton, Henry, guck mal. Ist ein Reinfall. Henry stand hier, läuft hier hin und ist dann hierhin gelaufen. Aber immerhin, unser treuer gemeinsamer Kunde Big Smoke. Immer dabei. Ich liebe Big Smoke. Warum ist hier wieder Milch auf dem Boden? Du hast doch nicht mal Milch. Ja, ich weiß es auch nicht. Anton, wie geschieht denn sowas bitte? Jetzt erklär mal. Warum steht Henry in unserem besten Kunden drin? Henry hat irgendwie Probleme. Level up! Ich bin Level 4. Ja, Mann. Jetzt erstmal fett Adam kaufen. Hast du mich fett genannt? Ja. Okay. Weil du hässlich bist. Nicht okay. So, ich habe jetzt auch ein bisschen geupgradet. Und als nächstes kaufe ich mir diese Statue für 10 Millionen Dollar. Ja, Mann. Dann kannst du riche Leute bekommen bei dir. Nice. Wenn du die hast. Echt? Du hast dir das alles schon angeguckt? Nee, nicht alles, ein bisschen davon. Okay. Ich hole mir wieder so einen Multiplicator, ich will Kevin haben. Oh, ich wette, das ist Kevin. Ist das Kevin? Oh. Ich hab Kevin! Kevin! Aber sind die dann alle aktiv oder ist immer nur einer aktiv? Muss man die aktivieren? Oh mein Gott, wen habe ich bekommen? Wetten, ich hab Kevin bekommen! Ja, Mann. Guck mal, hier ist ein Tisch, der auf die Seite gedreht wurde. Tatsache. Ein Tisch mit drei Beinen, habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber Anton, hier ist auch ein Tisch. Und ich weiß nicht, was man mit dem machen kann. Da kommen... Ach, das ist für Toilettenpapier. Ich dachte, da steht, ja, Toilette, musst du gehen. Deswegen, ich war verwirrt. Ja, und dann kaufe ich mir den mal. Oh, was ist das denn? Gekauft. Ein Backofen. Ja, gekauft. Ja, man gönnt sich doch sonst nicht im Leben. Einfach kein Problem für mich. Ich bin übers Level 5.
Ich bin ein bisschen in Level 4 schon rein. Ja. Und ich hole mir schon den zweiten Fridge. Ich hole mir schon den zweiten Fridge. Nice. Ich verkaufe übrigens jetzt Soße. Und du? Oh shit, was ist das denn hier? Ach nee, Anton, die Leute, die wir dort öffnen in diesen Kisten, das sind Customer. Und die geben uns dann mehr Geld oder XP. Oh. Das sind Customer, wie die wir öffnen. Ja, Mann. Ich verstehe. Deswegen habe ich gesagt, Big Smoke ist unser bester Customer. Oh, ja, ich habe 187 Geld. Oh mein Gott, du lügst. Ich schwöre, ich habe 187 Geld. Es ändert sich auch nicht. Nein, bestimmt nicht. Es ändert sich halt wirklich nicht. Oh, jetzt hat sich geändert. Oh. Ich bin jetzt in deinem Store hier drin. Amateur. Ich habe gerade bei meinem Nachbarn vorbeigeguckt und der, was der sich da gebaut hat, ist nicht real gewesen, aber dann hat er das Spiel verlassen. Nice. Hier ist Big Smoke und er gönnt sich miese irgendwie. Ja, Big Smoke ist so ein Herrenmann. Ja, weil unsere Zuschauer wissen nicht mal, wer Big Smoke ist. Den können wir ja Bilder von ihm einblenden, Anton. Bam, Leute, hier ein Bild und hier ein Bild und hier ein Bild und was, Anton? Es gibt gar nicht so viele Bilder von Big Smoke. Doch. Doch? Ja, natürlich. Ach, übrigens, Leute, hier noch ein Bild von Farid Bang und hier ein Bild von Kollega. Ich muss jetzt Bilder einblenden. Und drei verschiedene Bilder von Obama. Nice. Ich werde das alles draufschneiden. Oh, Big Smoke. Der größte Ehrenmann. Oh, Henry ist ja richtig am Arbeiten bei dir. Ja. Boah. Ich habe so wenig Geld. Gibt es nicht einen Viel-Geld-Trick? Nein, doch, ja, vielleicht. AFK gehen. Ja, das ist wieder so ein Spiel, da muss man AFK gehen. Ja. Wir nehmen jetzt schon 25 Minuten lang auf. Na, wir machen Und ich bin nicht mal Level 5. Ich bin in deinem Store, Anton. Und ich mache Sachen, die dir nicht gefallen würden. Doch, doch, mir gefällt das schon. Echt? Ich belästige deine Customer. Was macht er? Belästige deine Mitarbeiter. Das ist in Ordnung. Okay. Wieso steckt Henry in der Kasse drin? Ich weiß es nicht. Henry steht immer irgendwo. Was ist mit Henry los, Anton? Ich weiß es nicht. Ja, Big Smoke ist immer glücklich, wenn er bei mir einkaufen geht. Bei mir auch. So glücklich. So glücklich. Wer ist das? Ich schwöre, das war ein normaler Spieler. Digga, da liegt eine Packung Apfelsaft auf dem Boden und du nimmst einen Mob, um die aufzuheben, oder was? Ja. Hinterfrag Henry dich. Warum ist hier ein echter Spieler bei mir im Haus? Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt erst gemerkt, dass es Quests gibt und dass ich die vielleicht mal machen sollte. Warte, es gibt Quests? Achso, rechts Seite meinst du? Ja. Da steht Purchase 3 Register. Dann kaufe ich mir jetzt mal 3 Register. Ja, weißt du, das bedeutet, dass du schon wieder viel weiter bist als ich. 1, 2. Ich kann nur 2 kaufen. Ja, Mann. Let's get rolling. Check out 15 Customers. Ja, Mann. 3 ja, Furniture. Oh, das Save up 1000 der Cheap Fridge kostet Cash. $500. Was ist daran ja, cheap, Digga? Ja, ich hab mir davon 2 gekauft. Deswegen kaufe ich mir auch die ganze diese Bohnenregale. Die kosten halt nur 100. Ja, aber ich krieg doch nur 25 zurück, wenn ich das gekauft habe. Du kriegst gar nichts zurück. Doch. Nein. Ich muss reich werden. Ich auch. Werden unsere Helden in diesem Spiel jemals reich werden? Wird sich Roblox Conny jemals einen Cheap Fridge leisten können? Das und viel mehr erfahrt ihr im nächsten Part von MyStore. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar. Das war's und ciao!